Serum nicht satt gemacht. Und hier fallen viele Leichen an. Es war eine einfache Möglichkeit, sie zu entsorgen. Als ich bemerkte, was mit Serum geschah, schickte ich ihn weg. Er wurde immer hungriger und ich fürchtete, er würde auch Lebende angreifen. Ihn zu töten war schier unmöglich. Er konnte jede Verletzung selbst heilen. Ich hatte gehofft, er findet irgendwo anders eine neue Heimat. Doch anscheinend müssen wir bestimmter handeln. Wie sieht der Plan aus? Helft Serun und er wird sich gegen uns wenden. Nur noch einmal der Geschmack der Macht und schon wird er Akolyten jagen. Ich kann das nicht zulassen. Wir müssen zusammen versuchen, Serun zu vergiften. Bevor ich Serun wegschickte, habe ich ein Gift entwickelt. Ich hatte aber nicht den Mut, es einzusetzen. Es wird ihn nicht töten, aber ihm seine Macht entziehen. Angenommen, wir vergiften ihn. Was passiert dann mit Serun? Ratet mal, wenn wir das tun, wird Serun nicht mehr lange überleben. Er wird sich so gut es geht verstecken und langsam verhungern. Aber die Alternative ist ein schreckliches Monster. Bogemein. Serun muss stark werden. Er braucht sein Futter. Serun ist weder den Sith, noch mir oder euch gegenüber loyal. Aber mir vertraut die Kreatur noch am meisten. Wenn ihr darauf besteht, gebe ich euch, was Serun braucht. Ich bin äußerst dankbar. Das hier sollte reichen. Gebt es Serun und er hat die Stärke, die er sich wünscht. Hoffentlich machen wir keinen großen Fehler. Ich bin mal gespannt. Vielleicht schließt er sich dann ja mir an. Dann habe ich zwei coole Typen hier. Ich glaube, ich gebe das ja auch mal ab. Und dann... So, jetzt geht's ab hier. Wenn ich es euch doch sage, Aufseher, es ist unmöglich. Ich war in dem Grab und habe den Dashort auf der anderen Seite der Kluft gesehen. Aber ich konnte nicht zu ihm. Aber die Karte! Lord Zesh ist unnachgiebig. Ohne die Karte nimmt sie dich nicht zum Schüler. Ich sage euch, Lord Zesh will das Unmögliche. Niemand bekommt diese Karte. Ihr sprecht nicht zufällig von dieser Karte, oder? Die Karte! Und der... das Short! Schaff sofort dieses Monster raus und gib mir die Karte! Nein, das glaube ich einfach nicht! Unwürdiger Abschaum! Ihr habt betrogen! Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das Monster freigelassen? Sei Galut Saida, Iswis Us Ufbenden, Ja Adnam, In Buidangar Ja. Genau. Ihr müsst ganz einfach betrogen haben. Dafür werdet ihr zahlen. Fawn, Geduld. Du wirst diese Made noch früh genug beseitigen. Aber zuerst bringst du Lord Zesh diese Karte. Fresst sie bei, Ken. Da wieder Wesson. Halte deinen Schoßhund noch einen Moment zurück, Akolyt. Ich möchte mit Fawn reden. Lord Zesh. Ja, Fawn. Also... wo ist meine Karte? Hier, Lord Zesh. Gleich hier. Du hast sie für mich gefunden, Fawn? Wie wundervoll. Eigentlich habe ich sie gefunden. Ruhe. Fawn wird mir erzählen, was passiert ist. Oder, Fawn? Du würdest es doch nicht wagen, mich anzulügen. Es wäre eine Schande, wenn ich feststellen müsste, dass du gelogen hast. Ich frage dich zum letzten Mal. Hast du diese Karte in Nagasados Grab gefunden? Jo, hat er nicht, der Pimmel. Ich? Nein, das habe ich nicht. Es tut mir leid. Harkun, ihr seid ein Narr. In jeder anderen Gruppe eines jeden anderen Sith Lords hätte dieser junge Mann alle anderen Akolyten in Stücke gerissen. Was wolltet ihr beweisen? Dass ihr mich überlisten könntet? Dass ihr besser wüsstet, wen ich als Schüler haben will? Ihr Narr! So viel zu eurem Schoßtier, Harkun. Beseitigt dieses Chaos. Schüler, such mich in meinen Gemächern oben auf. Wie befohlen. Yeah. Nicht fertig miteinander. Ohne die Hilfe von Lord Zesh bist du ein Nichts. Du bist ein Nichts, ich habe Freunde, die dich jagen werden.
wohin du auch gehst. Blablabla. Komm drüber weg, rede zu Philipp. Ziemlich große Worte für einen Wurm. Jo. Aus meinen Augen. Deine neue Meisterin erwartet dich oben. Genau. Ja, soll ich jetzt zu Sash oder soll ich erstmal die komische Quest da machen? Ich glaube, ich mache eben schnell die Quest. Ich glaube, wenn ich jetzt zu Sash gehe, dann ist es vorbei hier, oder? Deshalb, ja komm, machen wir eben. Jetzt das Relikt und dem das Futter geben. Edelstein. Ach so. Ich tausche mal wieder um, das hat viel mehr Rüstung, ist viel besser. Ich bin voll Idiot, dass ich das nicht gesehen habe. So. Dann machen wir das mal eben. Zwei Quests da drin. Dann bin ich Level 9. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme zu 10. Und wie lange ist die Warteschlange jetzt schon? Ja, das glaube ich auch, sehr lange. Bam. Ich bleib auch, versuche auch so drin. Oh, 20 bis 30 Minuten geht aber noch. Ich hätte jetzt gerade anderthalb Stunden oder so. Hey Baby, komm. Flirte mit mir. Ich brauch dich. Ich hoffe, Namanfall hat die Nachricht gut aufgenommen. Ja, hat er. Da, dem gebe ich das und dann gehen wir weiter durch. Och Mann. Bam, Junge, in the face. Jo, jo. So. Also das mit dem automatisch alles looten ist voll geil. Also ihr wisst ja, was ich meine, dass ich auf einmal auf einen klicke und der tötet direkt alle. Lootet direkt alle, voll geil. Das ist auf jeden Fall geeignet. Und jetzt? Ich danke dir. Und jetzt werde stärker und zehre vom Fleisch der Akolyten. Viele weitere werden in diese Höhlen kommen. Och Mann. Yeah, level up, baby. Ich hab gedacht, der schließt sich mir an. Och, Menno. So. Kann er sich selber heilen? Ist ja cool. Ja, Mann, geht's ab, ey. Hier fühle ich mich echt jetzt irgendwie ziemlich übermächtig. Was mir gefällt. Bam, Junge. In the face. So. Das hier müsste... Ach, ne, er geht noch weiter. Oh.
Tja. Ist voll lustig mit dieser Stampfattacke, ey. So, das war's. Ah, cool. Sie ist schon kaputt gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Gut gemacht, meine Sklaven. Und hier muss ich jetzt irgendwas aufsammeln. Das Relikt. Da, die Statue. Och, Leute. Bukacapatan. Okay. Hol dir das Relikt. Noch eine Auszeichnung. Yeah. Geil. Ja, ziehen wir das direkt an. Komme ich hier direkt raus? Nee, komme ich natürlich nicht. Ja, da muss ich dann wohl wieder laufen. Geil, kriege ich mein Lichtschwert? Hoffe ich doch mal, hoffe ich doch mal. Ich bin schon Level 9, also muss ich mit 10 kriege ich's. Vielleicht kriege ich das schon vorher. Voll der geile Shit. Beim Anfall. Nee, komm her. Beim Anfall. So. War so viel Laufen, ja. Das habe ich an dem MMO vermisst, ja. Ganz viel Laufen. Ich habe eine Post, eine Mail bekommen. Gucken wir gleich mal. Ja, Num-Taste ist automatisch laufen. Hm, kommt mir bekannt vor. Aber egal. Ich gucke jetzt mal, wo hier die Post ist. Gucke ich direkt mal, was ich bekommen habe. So. Da ist der Briefkasten. Beglichene Schuld. Ah, okay. 17 Credits, ey. Wahrscheinlich gab es, wenn ich andere Möglichkeiten genommen hätte, andere mehr Credits. So. Kniet nieder, genau, so ist gut. So, ab zu Wäsch. Wäsch meine ich. Wäsch, nicht Wäsch. Yeah. Jetzt geht's ab. Mal gespannt. Jawohl. Ah, mein wunderbarer neuer Schüler. Jawohl. Man muss dir wohl gratulieren. Danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Du hast sie dir verdient. Mhm. Also, ich war gerade dabei, mir diese erstaunliche Karte anzusehen, die du hergebracht hast. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wovon ist das eine Karte? Darüber können wir hier nicht reden. Es hören zu viele mit. Triff mich auf Drum und Kars. Dort können wir reden. Voll die Bitch. Warum müssen...